Das ist jetzt mal eine Statistik über die Geldmengenentwicklung in Deutschland. Da sieht man also diese Aufwärtsbewegung. Und deswegen habe ich die Folie vorhin gezeigt, das sind also die Geldmengen. Das ist M1, das ist M2 und M3, das ist fast gleich viel. Also die Differenz zwischen M2 und M3 ist noch ganz gering. Und dann sieht man hier darüber hinaus, M3 plus Geldkapital ist also diese blaue Linie. Also das, wovon man immer annimmt, das ist das ganze Geld, das ist M3. Da kommt dann nochmal dieser Batzen dazu, bis man beim gesamten Geld ist. Das ist alles Geld, das existiert. Im Vergleich dazu, das Bargeld ist diese lila Linie hier unten. Daran sieht man, Bargeld ist praktisch von untergeordneter Bedeutung. Das ist sogar Bargeld und das Schiralgeld der Geschäftsbank bei der Zentralbank. Das sind also das gesamte Zentralbankgeld ist das. Und das ist das gesamte Geld, was existiert. Unser Geld. Das hier unten ist das Zentralbankgeld, das ist unser normales Geld, was in der Wirtschaft zirkuliert. Im Vergleich dazu die grüne Linie. Ist die Summe aller Kredite. Nun haben wir ja gesagt, die Summe aller Kredite und die Summe aller Guthaben ist gleich. Ne? Wir haben das also aus unterschiedlichen Quellen zusammengetragen und dann hier so aufgezeichnet und haben plötzlich gemerkt, hier ist ja eine Differenz. Das widerspricht der völlig unserer bisherigen Theorie. Und haben dann gemerkt, wir haben das Ausland vergessen. In der ersten Folie vorhin, die ist also jünger und Datums, wie ich gezeigt habe, da war das Ausland mit dabei. Ne? Das hat also einen gravierenden Einfluss, was da an Auslandstransaktionen stattfindet. Verschiebung im Ausland und zurück. Und genau das sind hier diese Unterschiede. Hier hat es ja nochmal extra hingeschrieben. Das ist also die Dotcom-Blase, wo also in Deutschland Kredite aufgenommen worden sind, das Geld aber nicht in Deutschland geblieben ist, sondern die Differenz ist rausgeflossen. Das war diese Spekulationsblase. Ne? Heutzutage ist es umgekehrt. Es gibt in Deutschland mehr Geld, als was bei uns an Krediten ausgereicht worden ist. Das ist Geld, was aus dem Ausland reingekommen ist. Das Problem ist, wenn man wirklich das Ausland hier reinmacht, kommt man immer noch nicht ganz auf Null. Und wir, beziehungsweise der Jan, ist da immer noch ein bisschen am Recherchieren, was die Differenz noch ist. Aber die ist minimal. Aber wir sind da dran. Wichtig ist zu sehen, was ich hier für eine Geldmengensteigerungsrate habe. Das hat also mit Wirtschaftsleistung überhaupt nichts zu tun, aber gar nichts. Wir haben also teilweise Geldmengensteigerungen in der Größenordnung des Zehnfachen der Steigerung der Wirtschaftsleistung. Das ist irre. Und das ist das Problem, was wir in Wirklichkeit haben. Die Geldmenge wächst viel zu schnell, aber viele Leute schließen daraus, wir brauchen bloß die Geldmengensteigerung mit Gewalt abzuwürschen. Also Geldschöpfung in Staatshand und dann wird einfach weniger Geld geschöpft und Schuss. Und so geht es eben gerade nicht. Ja, kann man denn wirklich zu dem ganzen Geldkapital Geld sagen? Das ist doch sehr wichtig. Schreibt bloß Geldkapital. Das sieht ja hier sehr beängstigend aus. Ja. Aber es heißt auch geldnahe Forderungen, aber eben nicht Geld. Ich kann jetzt nicht mit dem Geldkapital, was weiß ich, irgendein Papier beim Bäcker meine Brötchen kaufen. Das müsste ja erst in Geld umgewandelt werden. Ja, lässt sich aber in Geld umwandeln. So, das geht noch nicht mal mit dem, was da oben bei M3 ist. Ja. Deswegen leuchtet mir jetzt nicht ganz ein, dass ich zu dem ganzen... Das sind Termineinlagen. Wenn die Laufzeit alle ist, ist das ganz normales Geld. Ja, das kann wieder mobilisiert werden. Ja. Ja. Aber das ist doch potenzielle Kaufkraft. Potenzielle, ja. Das andere ist unmittelbare Kaufkraft. Das ist doch egal. Ich habe insgesamt einen Riesenberg von Geld, da irgendwann die Termineinlage wird irgendwann fällig und dann ist es ganz normales Geld. Aber dafür sind gar keine Waren da, die ich dafür kaufen könnte. Das ganze System beruht heutzutage darauf, dass die Leute, die die großen Mengen hier besitzen, damit nicht einkaufen gehen. Wenn die plötzlich auf die Idee kämen, damit einkaufen zu gehen, hätten wir eine Inflation von 1000%. Aber nehmen wir mal durch die Schuldverschreibung, die Laufzeit von 2 Jahren, die muss ja erst in Geld verwandelt werden. Ja, das macht wenn doch die in Geld verwandelt wird, dann aber das System beruht darauf, dass derjenige, der die Schuldverschreibung besitzt, wenn die ausgezahlt wird, nicht das Geld in der Hand nimmt und damit einkaufen geht, sondern sofort dieses Geld benutzt, um sich die nächste Schuldverschreibung zu kaufen. Dadurch wird das nie am Ladentisch wirksam, dieses Geld. Und dadurch können wir im Moment existieren. Gnade uns Gott, wenn die Leute, die ihr Geld alle gebunkert haben, plötzlich damit einkaufen gehen würden.
dann würde alles zusammenbrechen. Das hat nicht mit Bargeld oder mit Bankenbrand zu tun, das hat damit was zu tun, dass für diese Geldmengen, die jetzt existieren, überhaupt keine Waren und Dienstleistungen verfügbar sind, die man dafür kaufen kann. Die sind einfach nicht da. Und das ist das große Handicap und das ist das Erpressungspotenzial, was diese Leute gegenüber der Gesellschaft haben. Weil die jederzeit sagen können, hey Leute, wenn euch das nicht passt, dass ihr jetzt die Regelung so und so machen sollt, wie wir das wollen, dann fangen wir an, mit unserem Geld einkaufen zu gehen. Geld definiert eine Verbindlichkeit einer Bank gegenüber einer Nichtbank. Das heißt, sobald eines dieser Wertpapiere ausläuft, findet kein Kauf- oder Verkaufsprozess, muss keiner stattfinden, sondern die Bank macht einfach Geld draus. Das ist der Unterschied zwischen irgendeinem anderen Geldanlage. Sobald die Laufzeit abgelaufen ist, ist es Geld. So ist Geld definiert. Das kann eine Laufzeit haben, aber sobald es abgelaufen ist, ist das sofort Geld. Es ist nicht wie am Finanzmarkt, dass man dann mit den Zetteln rumrennen muss und man fragen muss, kaufst du mir das ab? Sondern es ist definitiv sofort Geld, sobald die Laufzeit abgelaufen ist. So ist Geld definiert. Das ist eben so ist definiert. Es ist kein Spekulationspapier, sondern es ist ein originaler Geldwert. In der kritischen Volkswirtschaftslehre geht man deswegen davon weg, dem 1 und 2 und 3 zu sagen. Dieser Mensch, der österreichische Ökonom Schumacher, so heißt der Mensch, und der definiert im Grunde genommen die ganze Menge als Potenzialgeld, weil es sich im Zeitalter des digitalen, das ist ja im Grunde genommen innerhalb von Sekunden in reales Geld zu überführen. Schuldverschreibung, Optionsscheine, Aktien und könnte dann wieder in der realen Wirtschaft für Nachfragen sorgen. Macht es aber im Moment Gott sei Dank nicht. Ja, Gott sei Dank nicht. Trotzdem geht er davon weg und nimmt die Kategorien nicht im 1, 2 und 3, sondern sagt gleich komplett, das ist alles Potenzial. Also das Geld, was da ist, ist hier diese blaue Linie hier oben. Ja. Das ist zum Teil terminisch festgelegt, aber im Prinzip ist das alles da. Dafür braucht niemand mehr eine Arbeit zu leisten, das haben die Leute, das ist deren Besitz. Was ich noch gerne bringen wollte, ist die Geldverteilung. Das ist eine inzwischen etwas veraltete Folie, die geht von 2002 auf 2007. Also das Blaue ist das Alte und das Rote ist das Neue. Und da sieht man die Verteilung der Vermögen, in dem Fall ist es also Gesamtvermögen, nicht bloß Geldvermögen, in der Bevölkerung in Deutschland. Ich teile die deutsche Bevölkerung in 10% Anteile und ordne die dann nach ihrem Besitz. Das heißt, das ärmste 10% der Bevölkerung hat praktisch nur Schulden. Dann gibt es eine ganze Menge, die mehr oder weniger plus minus null haben. Sagen wir mal bis dahin. Und dann gibt es welche, die irgendeinen bestimmten Teil an Vermögen, am Gesamtvermögen haben. Das ist also immer der Anteil am Gesamtvermögen in Prozent. Und dann sieht man, wie die Verteilung ist. Die Menschen, die eine Rolle spielen, sind die letzten 10%. Was an der Folge interessant ist, das ist also in dem Fall vom DIW, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. Wenn man das vergleicht, den blauen mit dem roten Balken, innerhalb von 5 Jahren hatten also die Ärmsten am Anfang Schulden, am Ende mehr Schulden. Die hatten ungefähr plus minus null und von hier angefangen, diese 10%, diese 10%, diese, bis zu den zwischen 80% und 90%, die haben alle an Vermögensanteilen eingebüßt. Das heißt nicht absolut, sondern relativ. Ne? Also es ist nicht so, dass sie ärmer geworden sind, sondern sie sind relativ zum Wirtschaftswachstum ärmer geworden. Deren Anteil am Gesamtvermögen in Deutschland ist geringer geworden. Die haben alle eingebüßt. Ja, eigentlich müsste man sagen, wir haben sonst so viel Wirtschaftswachstum, wir verteilen das einigermaßen gleich und hässlich, haben alle was davon. Das war ja früher die Idee, ne? Das macht nichts, wenn die Reichen reich sind, wenn wir Wirtschaftswachstum haben, haben wir alle was davon. Und hier sieht man, dass es zunehmend nicht mehr aufgeht. Die einzigen, die wirklich was davon haben, ist das höchste 10%. Und wenn man die höchsten 10% wieder aufteilt, dann sieht man, dass es überhaupt nicht die ganzen 10% sind, sondern dass es auch wieder ein Mittelwert ist und dass ein großer Teil von den höchsten 10% in Wirklichkeit anteilsmäßig, nicht absolut, auch eingebüßt hat. Und die wirklich anteilsmäßig plus machen, sind also relativ wenige. Hier ist das mal aufgeschlüsselt. Das ist eine sehr komplizierte Folie, weil es eine logarithmische Einteilung ist. Das heißt also, Vermögen in Euro
1 Euro, 10 Euro, 100 Euro. Ne? Das geht nicht im Jahr, sondern logarithmisch. Und hier genauso Anzahl von Personen. Hier habe ich also 1 Million. Das sind also dann mehrere Millionen. Mehrere Millionen Bürger haben ein Vermögen zwischen 100.000 und 1 Million Euro. Das sind die hier. Ne? Die haben dann 1 Million. Das sind schon bloß noch 300.000 Euro. Nee, das sind jetzt 829.000 über 1 Million. Ich muss jetzt mit der Zahl arbeiten. Deswegen weiß ich das. 829. Aufpassen, ob das immer nur Geld, ach so, 800.000, ja. Ob das immer nur Geldvermögen ist oder das ist Vermögen, ja. Vermögen nicht, ja. Das ist Gesamtvermögen. Mhm. Das sind praktisch die reichsten 10% aufgeschlüsselt mit dem Jahr 2007. Hier geht nur daraus hervor, dass es immer weniger Personen werden, die dann immer mehr besitzen pro Person. Ich frage mich gerade, wie man das erheben will. Du müsstest ja von jedem Vermögen, von dem Kunstwerk, könnten wir ja fragen, was ist momentan wert? Das sind Leute, die sich damit beschäftigen und die das sozusagen abschätzen. Da ist viel Schätzung dabei. Sehr schwierig. Man kann sich beim DEW damit beschäftigen. Die machen immer riesen Veröffentlichungen, wo drin dieses gemacht haben. Die sagen aber auch, können abschätzen, dass dieser Bereich unterschätzt wird, dieser wird überschätzt und damit passt es ungefähr. Aber die sagen auch, dass es besonders schwierig wird in der absoluten Spitze. Also das wird völlig unterschätzt. Kann also sein, dass dieser Punkt in Wirklichkeit ein Stück höher oder ein Stück tiefer sein müsste, aber er wird nicht in der Höhe sein, wie die Punkte hier hinten. Das ist der Blickwinkel auf die Weltsituation, der sogenannte Gini-Koeffizient. Wenn der Gini-Koeffizient 0 ist, haben alle Leute das Gleiche in dem Land. Wenn der Gini-Koeffizient 1 ist, hat einer alles und die anderen haben gar nichts. Ja, also Vermögensgleichverteilung. Und das ist mal hier farblich dargestellt. In Wirklichkeit wird dann natürlich nach einer komplizierten Formel ausgerechnet, das war jetzt eine Pauschalauslösung von mir. Und wir sehen hier, je grüner, umso gleichverteilter. Und da sehen wir, wir sind immer noch eine Oase der Glücklichen. Die einzigen, die dunkelgrüner sind als wir, sind die skandinavischen Länder. Ansonsten gibt es mehrere Stellen, die also auch grün sind. Aber die meisten, soweit als überwiegende Teil der Fläche der Erde, ist also mit anderen Farben hier. Teilweise mit dem Hellgrün, das geht man noch hier in Kanada und Australien. Und je blauer oder dann roter das wird, umso ungleicher wird das. Ja, in Indien sind sozusagen alle Leute arm, da gibt es relativ wenig Reiche. Nachdem es in China inzwischen schon einige gibt, die ganz schön steinreich sind. Und das ist ja immer relativ, der Gini-Koeffizient heißt ja nicht, dass das Land reich oder arm ist, sondern wie die Verteilung ist. Ne? Die Verteilung in Indien ist immer noch viel gleicher als in China. Das sind die Quelle CIA ist. Genau, das war der Gag daran. Die CIA hat sich also auch damit beschäftigt und Jan hat also das rausgekriegt, dass die das auch mal irgendwo versteckt veröffentlicht haben. Und deswegen haben wir gesagt, die nehmen wir jetzt mit rein. Es gibt da verschiedene solche Gini-Koeffizienten-Veröffentlichungen. Aber das ist auch interessant, ne? Die untersuchen das auch. Die machen auch mal. Ja, interessant ist, wir haben bei Attac ja den Karl Martin Henschel, der also auch bei Finanzmärkten und Steuern mitarbeitet, der sich speziell mit den Auswirkungen solche Ungleichverteilung beschäftigt. Und der hat also so einen ähnlichen Vortrag von mir über diese Wirkung, wo man also eindeutig sehen kann, dass es den Menschen in den Ländern, wo das Vermögen gleicher verteilt ist, besser geht. Unabhängig von der Höhe. Wenn man anschaut, Lebenserwartung, was weiß ich, Scheidungsrate und ähnliche, es gibt eine ganze Menge solcher Kriterien, die ich jetzt nicht sammle fest, dann ist das eindeutig so, dass man da diese Relation sieht. Man kann Ländern nach materiellen Lebensmitteln, kann man das einordnen und da sieht man, dass es keine Relation gibt zu den eigentlichen Wohlstandsfaktoren. Und wenn man Länder aber nach der Gleichverteilung einordnet, dann sind die gleichverteilten armen Länder und die gleichverteilten reichen Länder, dort geht es den Leuten ähnlich gut. Und in den ungleichverteilten reichen Ländern geht es den Leuten einfach schlecht. Also die USA schneidet etwas schlechter ab. Und skandinavische Länder schneiden dann gut ab. Deswegen wäre ein Vorschlag, den kann man in Henschel halt, eine Attac-Forderung aufzumachen, ein Limit von Gini-Koeffizient festzulegen. Und zu sagen, wenn die Ungleichverteilung im Land ein gewisses Maß überschreitet, soll die Regierung per Verfassung verpflichtet werden, Maßnahmen zu ergreifen. Den Koeffizienten gibt es, die UNO nutzt den. Nein, in der Verfassung schreiben, so. Limit.
Limit für Deutschland, Gini-Koeffizient so und so viel, wenn da überschritten wird, ist die Regierung automatisch verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen. Wäre zum Beispiel meiner Ansicht nach eine sehr geile Forderung. Sagt man nicht auch einen Robin-Hood-Index dazu? Kann ich nicht genau sagen. Es gibt verschiedene solche Koeffizienten, die verschieden definiert sind. Wir haben hier den einfach deswegen genommen, weil es eine sehr einfache Maschine ist. Aber es war einfach. Also in 10 Minuten hast du verstanden, wie es funktioniert. Hier ist mal die Aufteilung, wie Vermögen sich in Deutschland ungefähr aufteilt. Die Verschiebung über die Jahre ist relativ wenig aussagekräftig. Wir haben also hier Aktienbeteiligungen, die also hier abgenommen haben, wieder zugenommen haben. Aber hier unten haben wir also das eigentliche Geld, wenn man das mal so sagen soll, Bargeld und Einlagen. Hier die sogenannten Anleihen, was wir jetzt gerade in der Diskussion hatten, ob das ein Geld ist oder nicht. Also offiziell zählt es nicht als Geld. Hier ist das, was in Aktien und Beteiligungen steckt. Der kleine Teil sind Hedgefonds. Und dann habe ich hier das eigentliche Sachvermögen, das heißt in erster Linie Immobilien, Rohstoffe und das kleine Feld hier oben ist nochmal speziell rausgehoben, das Gold. Das ist also durchaus gemixt. Es gibt sehr viele verschiedene Veröffentlichungen zum Vermögen, sowohl weltweit, also in dem Fall Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist von der Valuga hier, also da gibt es verschiedenste, Credit Suisse macht das und Boston Consulting Group und verschiedene eben. Und manche nehmen das Versicherungs- und Rentenvermögen mit zum Vermögen dazu. Manche spalten das ab. Die Allianz hat eine sehr spezielle Veröffentlichung zum Beispiel dazu, nur wie ist sozusagen Rente, Kranken- und Sozialversicherung verteilt. Und ich glaube bei der Valuga, das ist nur sozusagen kurzfristig verfügbares Vermögen. Sozusagen Rente und Krankenversicherung und Sozialversicherung ist ja raus. Okay, kriegst du das mal weiter, das ist, was es so alles an Geld und geldnahen Produkten gibt. Das ist also das eigentliche Geld. Das sind zusammen 122 und 931% des BIP. Ich habe also 131% so viel Geld, wie ich in Wirklichkeit kaufen kann, weltweit. Und dann gibt es darüber hinaus noch verbrieftes Fremdkapital und die sogenannten Derivate. Insgesamt ungefähr das Zehnfache von dem, was man einkaufen kann. Das war der Stand von 2007. Das ist das, was ich vorhin sagte. Es gibt also viel zu viel an diesen Sachen relativ dazu, was man an praktischen BIP, also an Waren und Dienstleistungen, überhaupt weltweit haben. Und das ist halt diese Problematik. Ich habe auf der einen Seite ein Angebot an Waren und Dienstleistungen, das sogenannte BIP, Bruttoinlandsprodukt. Und auf der anderen Seite habe ich praktisch die nachfragende Geldmenge. Das heißt, für diesen Riesenberg, über den ich gerade gesprochen habe, da habe ich ja immer nur einen Bruchteil davon, der wirklich nachfragewirksam wird. Ein großer Teil von diesen großen Vermögen, da kommt überhaupt niemand von den Eigentümern auf die Idee, das sozusagen insgesamt auf den Kopf zu klappen, wie man so sagt, sondern das wird immer wieder an Geldanlagen angelegt und nur ein kleiner Teil davon wird zu dem benutzt, wo wir normalerweise unser Geld benutzen, also unter jedem normalen Einkommen zu nehmen. Solange wie sich dieser Waagebalken in der Mitte hält, bei plus minus null, habe ich also ein stabiles Preisniveau. Und in dem Moment, wo sich das verschiebt, habe ich also eigentlich das zuerst, der typische Fall, ich habe zu viel Geld und dann habe ich automatisch eine Verschiebung in Richtung Inflation. Jetzt müsste man eigentlich sagen, wir haben ja viel zu viel Geld, haben wir gerade festgestellt. Wir müssten eigentlich eine riesen Inflation haben, habe ich aber gerade erklärt, haben wir deswegen nicht, weil das viele Geld, was wir haben, nicht nachfragewirksam wird. Es kommt nicht am Ratentisch an und deswegen haben wir diese Situation nicht, sondern haben eher das Problem, dass zu wenig von dem Geld wirklich nachfragewirksam ist und wir eventuell in eine Deflation geraten könnten, wie es zum Beispiel in Japan der Fall ist. Ja, und hier ist das nochmal so dargestellt. Ich habe also einmal den Erlös aus dem Verkauf, damit ist das Geld verfügbar für den Verkäufer, für den Unternehmer, den wir vorhin am Anfang hatten, und der wird das also benutzen, um davon Löhne zu bezahlen, um die Gewinne auszuschütten, um den Kapitaldienst zu bedienen und um Steuern und Abgaben zu leisten. Das sind so die Töpfe, wo das normalerweise hinfließt.
Und so wie das ja rausfließt, das ist ja das Geld, was in Bewegung ist. Das wird also dann in der nächsten Wirtschaftsperiode wieder die finanzielle Nachfrage darstellen, um den Erlös zu erzeugen. So lange, wie sich das im Gleichgewicht befindet und hier immer das im Einklang mit einer Menge an Waren und Dienstleistungen ist, ist sozusagen die Weltordnung. Ja. Was haben wir als Störeinfluss? Als Störeinfluss haben wir die Nettoersparnis. Wenn also die Leute, die dieses Geld einnehmen, damit nicht wieder einkaufen gehen, sondern das auf die hohe Kante legen. Netto bedeutet also nicht, sobald jemand was spart, sondern Summe aller Beträge, die gespart werden, minus Summe aller Beträge, die aus Sparguthaben entnommen werden. Wenn also jeden Monat gleich viel eingezahlt wird, um sich Autos zu kaufen und jeden Monat gleich viel Leute wieder was abheben, um sich ein Auto zu kaufen, dann wäre die Nettoersparnis null. Ja, Sparquote gleich null heißt nicht, es wird nicht gespart, sondern es wird ungefähr genauso viel gespart, wie entspart wird. Aber im Moment ist also der typische Fall, dass das nicht null ist, sondern es ständig viel mehr gespart wird, als wieder aufgelöst. Und deswegen komme ich hier in eine Schieflage und muss also unbedingt eine Neuverschuldung stattfinden lassen mit einem Kredit. Geldschöpfungsentstehung, wie wir es besprochen haben. Also wenn das hier da ist, brauche ich das, damit der Prozess am Laufen bleibt. Und das ist das, was wir im Moment haben. Wir haben ständigen Druck, dass Schulden entstehen müssen, damit genug Geld entsteht, weil zu viel Geld abfließt. Wenn man sich das mal vor Augen hält, unser normaler Wirtschaftsprozess, wir haben also immer einen Produktionsprozess, der erzeugt Konsumgüter, das Blaue sind wieder die Stoffflüsse. Und dieser Prozess der Produktion und Konsumtion und Wiederrückführung wird organisiert durch einen Geldkreislauf, das sind diese goldenen Pfeile. Und genauso habe ich natürlich eine Produktion von Investitionsgütern. Da ist das ein Doppelfall, die fließen ja materiell wieder zurück in die Produktion. Und den Prozess organisiere ich genauso durch einen Geldkreislauf, so wie ich das Ganze am Anfang mal dargestellt habe. Ja, und das Ganze, was jetzt hier grün ist, das ist unsere sogenannte Realwirtschaft. Das ist unser eigentlicher Lebensinhalt. Ja, dafür ist die ganze Sache da. Was es immer gibt und was immer nützlich ist, ist das Sparen als Puffersparen, wenn der Pfeil hin und her geht. Ja, also alle Leute, die hier dran beteiligt sind, werden immer überschüssiges Geld, im Ursprung ja nicht Geld, sondern überflüssige Waren, kennen wir ja von früher aus der Geschichte, ja, die haben in Leipzig was zurückgelegt, das Korn in den Speicher gelegt, damit sie in der schlechten Zeit was hatten. Heutzutage haben wir eine Geldwirtschaft, ich kann jederzeit für Geld mir Waren einkaufen, also spare ich das in Form von Geld, aber zu dem Zweck, dass ich es wieder benutze, dass es nur eine Pufferfunktion hat. Dafür ist es eine gute Sache, das gibt es überhaupt keine Frage. Das Problem ist, wenn das zu viel wird. Das ist ja das Problem, was wir in Deutschland hatten, wenn wir zum Beispiel Exportüberschuss haben, bedeutet das ja, wir produzieren Produkte, die schicken wir ins Ausland, wir kriegen aber nicht adäquat was zurück oder wir leben von dem Rest. Das ist nicht der gesamte Export. Ne? Wenn ich jetzt Export habe, ich tue so viele Autos noch, was weiß ich, wohin exportieren nach Afrika und kriege dafür so und so viele T-Shirts zurück, dann heißt das ja ein Wertäquivalent. Ne? Ich habe das den Wert produziert in Deutschland und kriege dann dafür gleich was anderes, was dann wieder in Deutschland verkauft wird. Aber im Moment ist es ja so, dass wir viel mehr produzieren, als wir verbrauchen. Und außerdem ist es so, dass halt bestimmte Kreise im Wirtschaftsprozess eine viel höhere Aneignungsrate haben, als die Leute, die da wirklich als Malocher tätig sind. Und das ist der Grund, weshalb wir so viel übrig bleiben. Das heißt, es ist nicht so, dass primär zu viel Geld entsteht, sondern es ist so, dass primär zu viel Geld hier entzogen wird, und zwar dauerhaft entzogen. Das fließt zum überwiegenden Teil eben nicht wieder zurück. Und der Verlust, der dadurch entsteht hier unten in der Zirkulation, der muss durch ständige Neuverschuldung ausgeglichen werden. Das ist die Situation, die wir beschreiben. Zumindest ist meiner Ansicht. Also nicht zu viel Geld, aber zu ungleich verteilt. Ja? Genau. Na? Und was wir also tun müssten, wäre eine Korrektur dieser Verteilung. Da geht es nicht darum, wie viele Leute propagieren, den Geldschöpfungsmechanismus unbedingt in irgendeine staatliche Hand zu geben. Die staatliche Hand könnte im Moment auch nichts anderes tun, als das, was im Moment die privaten Banken tun, nämlich so viel Geld entstehen lassen, dass wir eine Inflationsrate von 1 bis 2% haben. Das
das machen die ja im Prinzip genau richtig. Viel näher, wenn sie sich an die Deflationsgrenze mehr annähern. Und wenn wir einmal in Deflation kommen, also wenn es weniger als 1 wird, in die Nähe von 0, dann kommt man also in eine Situation, die sich selber festhängt, sodass also die Geldmengensteigerung im Moment eigentlich gerade richtig ist, dafür, dass immer genügend Geld in die Zirkulation ist. Aber das ist natürlich in Wirklichkeit viel zu hoch, weil so viel abfließt. Man muss das abfließen über den Verwendung. Und das hat überhaupt nichts mit Sozialisten oder Linken zu tun, weil ja in der Geschichte man diese Beispiele hat, wo Regierungen darauf reagiert haben. Und da haben wir diese Situation nach der Weltwirtschaftskrise in den USA. Was hat da der Roosevelt gemacht? Das war kein Kommunist, im Gegenteil. Was hat er gemacht? Er hat einen Spitzensteuersatz in den USA gehabt von 95%. Ja. Wir haben also jahrelang in den USA und die ganzen Reichen, also die Leute, die riesengroßen Einkommen haben, haben 95% Spitzensteuersatz bezahlt. Das heißt, von jedem Dollar, den die da in dem oberen Bereich verdient haben, können die 5 Cent behalten und haben 95 Cent an den Staat abgegeben. Das ist unvorstellbar für heutige Verhältnisse. War in den USA normal. Bis in die 70er Jahre, bis der Reagan an die Macht gekommen ist, hatten die Steuerquoten völlig über 78 oder 72% Spitzensteuersatz. Was war in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg? Wer war da an der Macht? Das war der Adenauer, das war auch kein Kommunist. Der höchste Steuersatz in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, war 96%. Unter Adenauer hat es in kurzer Zeit gegeben, wo es über 90% Spitzensteuersatz gab. Das war zu der Zeit, als diese Lastenausgleichsabgabe von 50%. Wir haben 50% des Vermögens. Alles, was die Leute über den Krieg erhalten haben an Vermögen, wurde zu 50% vom Staat eingezogen. Ja, und parallel dazu hatten wir einen Spitzensteuersatz von 90%. Das hat damals die Lage normalisiert. Wenn wir heutzutage genau das Gleiche machen würden, würde das doch die Lage normalisieren. Aber die Leute, die hier das Geld haben, haben so viel Macht, dass die hier so einen Druck ausüben können, dass die sagen, spielt sich vor den Staat. Das ist der Punkt. Und der Hauptgrund ist, die meisten Leute in der Bevölkerung wissen das nicht. Du unterschätzt die Bedeutung des Finanzmarktes für die reale Wirtschaft. Ja, unterschätzt die Menschen, überschätzt die. Wie Demirovic, wie Thomas Sablowski von Attac, selbst die wissen, dass wenn du den Finanzmarkt jetzt zu sehr regulierst und dort das Wachstum hemmst, dass das realwirtschaftlich auch Wachstumsbeschränkungen sind. Und deswegen traut sich keiner so richtig, den Finanzmarkt zu regulieren, weil man Angst hat, dann die reale Wachstumsrate abzulaufen. Und es ist nicht einfach nur so, dass man jetzt hingehen könnte und sagen, na, eben mal die Spitzensteuersätze und die Vermögensabgabe machen. Du weißt gar nicht, was das für Auswirkungen hat für die Realwirtschaft. So, in welcher hätte das dann, in welcher Richtung? Ja gut, ich versuche nur, alle beide Seiten zu sehen. Und das ist, was der herrschende elitäre Block in der Wirtschaftswissenschaft ziemlich oft erzählt, dass die den Finanzmarkt nicht zu sehr regulieren wollen. Genau. Dass keine Türmentex einführen, weil das... Das, was du jetzt gesagt hast, dann stimme ich absolut zu. Ja. Die Leute erzählen das die ganze Zeit. Stimmt. Und dann müssen wir mal gucken, von wem die Leute bezahlt werden. Die erzählen das die ganze Zeit. Das ist genauso, als wenn ich zu einem Pharmaunternehmen gehe und sage, wie gut sind die Tabletten, die du herstellst? Oh! Geh mal zum Fleischer und frag mal, ob Fleischessen gesund ist. Ja? Das sind alles an den Haaren herbeigezogene Argumente. Na klar, in dem Moment, wo wir den Finanzmarkt noch nicht hatten, nämlich vor 30 oder 40 Jahren, da gab es das überhaupt nicht. Da gab es Ansätze davon, aber überhaupt nicht in dieser Größenordnung. Was war denn da? Hast du jemals von einem Greenspan die Bücher gelesen, die der publiziert? Ja, genau. Es ist so ein kapitalistischer Durch, weil er weiß, wo man den Finanzmarkt so stark machen will. Ja. Weil er denkt, oder weil, das ist das, was die Herrschenden heute erzählen, dass es notwendig ist, dass es so viel Finanzkapital gibt, weil das ist die absolute Voraussetzung für Investitionen. Ach so, hast du die ganze Zeit nicht zugehört? Ja. Hast du die ganze Zeit nicht zugehört? Ich habe das vorhin gerade erklärt, was die Voraussetzung für Investitionen ist. Deine Kreditvergabe, wisst ihr, wie stattfindet? Aus der Nichts. Ja? Wenn ich das alles abschaffe, den ganzen Finanzmarkt abschaffe, und es kommt der Unternehmer und hat eine gute Idee und geht zu einer gut funktionierenden Bank und sagt, guck mal, ich will das machen. Und die sagen, kein Problem, hier hast du das Geld. Hast du von selbst die Grafik, was du da machen müssen. Dann drückt man auf die Enter-Taste und da ist das Geld da, für den guten Zweck. Aber das Geld, was hier oben da ist,
Das übt in erster Linie nur Druck aus, dass jemand wie der Greenspan dir erzählt, dass das gut und richtig ist. Das ist genau das Gleiche, was ich gerade gesagt habe, wenn du zum Pharmaunternehmer gehst und den fragst, wie gut sollte der Plätze für die Gesundheit sein. Das tut mir leid. Also da kann jeder seine Meinung dazu haben. Das ist ein richtig gutes Argument, was man jemandem an den Kopf knallen könnte, der mit Greenspan kommt. Die Wirtschaft wird in meiner Ansicht nach ganz wunderbar funktionieren, mit einem ganz geringen Betrag an Sparvermögen, nämlich nur sowas. Ja, als Bürger. Und alles, was darüber hinausgeht, schaffe ich alles ab. Und wenn jemand eine nützliche Investition machen will, der kriegt dann einen Kredit. Dann musst du nur noch gucken, wie viel bezahlt er denn Zinsen für den Kredit? Wie gerecht ist denn das noch, dass sich das eine private Bank in die Tasche steckt? Oder an wie weit muss ich sagen, pass auf, du kriegst für den so und so viel Gebühren und du kriegst auch so und so viel an, dass man die Sicherheiten abfedern kann und alles andere sind Staatseinnahmen. So wie das jetzt mit der Zentralbank ist. Das ist ja das Nirgum, dass die Europäische Zentralbank ja fast alles an einem Gewinn in Staatshaushalte abführt. Okay, also, ich entschuldige mich jetzt beim Jan und bei allen anderen, dass ich mich gerade verquatscht habe. Ich bin damit mit meinem Vortrag am Ende und bedanke mich fürs Zuhören.